Zusammen, ich grüße euch, ich hoffe euch geht's gut. Das heißt mal ein anderes Video, darum geht's gar nicht. Ich denke heute an Maurice Banach. Ich denke mal, jeder sollte ihn kennen. FC-Spieler verstarb heute vor 30 Jahren an diesem Tag, immer einen Tag vor meinem Geburtstag, der morgen ist, also am 18. Ja, Mucki war 24, er wäre sehr wahrscheinlich neben Ulf Kirsten der Torjäger der 90er Jahre geworden. Ja, irgendwie nimmt mich das jedes Mal immer mit. Immer einen Tag vor meinem Geburtstag, ja, hat man diese Erinnerung an Maurice Banach. Ja, ich will jetzt auch nicht viel groß reden. Ich wollte jetzt nur an ihn denken, dass wir ihn nicht vergessen und ja, dass wir ihn ewig in Erinnerung behalten, auch wenn es immer schwer ist. Ja, mein Video zum FC-Spiel beim FSV Mainz 05 am Sonntag wird morgen Abend kommen, also jetzt am 17., sprich heute Abend besser gesagt. Morgen Abend habe ich ja Geburtstag, da werde ich mein Video nicht machen oder nicht schaffen. Also heute ist ja schon der 17. Also heute Abend nach der Arbeit, nach dem Duschen und alles, wenn ich fertig bin mit allem, dann werde ich mein Spieltagsvideo machen für Mainz. Und ja, jetzt gilt die Erinnerung und die Gedanken nur an diesen ja, wunderbaren Mensch, kann ich jetzt nicht sagen, weil ich kenne ihn nicht persönlich. Ich habe ihn nur als Kind, sag ich mal, oder als heranwachsendes Kind, sag mal, 91 bin ich wohl gerade ein paar Monate Köln-Fan gewesen. Ich konnte ihn noch erleben als sozusagen frischer FC-Fan. So Ende der 90er, Anfang der 91er Jahre bin ich halt FC-Fan geworden. Und da war halt Stürmer bei uns. Er kam ja aus Wattenscheid. Ja, hat sehr starke Spiele gemacht, auch viele Tore geschossen. Das wären wahrscheinlich noch viel mehr geworden. Auch für den FC, wobei ich glaube, Borussia Dortmund war schon wieder dran, ihn zurückzuholen. Wir haben ihn aber allerdings aus Wattenscheid bekommen. Bayern hätte wohl auch ein Auge auf ihn gerichtet. Man weiß es alles nicht, was passiert wäre, wenn er halt nicht verunglückt wäre auf dem Weg zum Training. Ja, wie gesagt, belest euch da mal selber, wobei ich kann euch gleich mal einen kleinen Text als Kommentar und das Video packen und dann könnt ihr euch das auch mal durchlesen, falls der ein oder andere Maurice Banach nicht kennt. Ja, ich werde jetzt gleich zu Bett gehen, aber die Minuten habe ich mir jetzt noch genommen, um an diesen fantastischen Fußballer zu gedenken und ich hoffe, das tut der ein oder andere von euch auch. In diesem Sinne, gute Nacht und ja, bis heute Abend am 17.11., wenn ich denn mein Video zum Auswärtsspiel Mainz gegen Köln online stellen. Bis dahin, macht's gut, tschüss! Und
Streifen jedem Spiel an. Dafür haben